Mein Name ist Silke Müller, ich bin die Schulleiterin der Waldschule Hatten. Hatten liegt im niedersächsischen Landkreis Oldenburg, ist eine relativ kleine Gemeinde mit 13.000 Einwohnern. An unserer Waldschule sind ca. 750 Schüler und 80 Kollegen und wir liegen tatsächlich mitten im Wald. Obwohl wir mitten im Wald liegen, ist die Digitalisierung bei uns seit Jahren weit vorangeschritten. Seit dem Jahr 2010 arbeiten wir an der Waldschule mit Laptop-Klassen. Das bedeutet, dass die Kinder elternfinanzierte Geräte in der Tasche hatten. Weiterentwickelt wurde das zu Tablet-Klassen, die ins Leben gerufen wurden durch ein Projekt des Niedersächsischen Kultusministeriums. Mittlerweile arbeitet bei uns der 7. Jahrgang komplett mit elternfinanzierten Tablets, aber auch mobile Leihgeräte wie Tablet-Wagen, Laptop-Wagen kommen zum Einsatz, ebenso wie hin und wieder auch das Smartphone. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben aus dem Bereich Schulklima, denn gerade Schulklima hat zu tun mit Lebensumwelt der Kinder und Digitalisierung, Technik ist nun mal Bestandteil der Lebensumwelt der Kinder. Digitale Medien haben in Bezug auf unser Schulklima einen ganz hohen Stellenwert. Und zwar deswegen, weil sie die Lebensumwelt der Kinder darstellen und damit auch ein Teil der Schulwelt werden und Kinder damit sagen, hey, das ist meine Schule, da dürfen wir es nutzen, das ist meine Welt hier oder das ist meine Umwelt. Digitale Medien kommen im Schulleben manchmal sogar fast unmerklich, aber überall zum Einsatz. Ein Beispiel, wir haben den Jahrgang 5, der immer begrüßt wird mit einer Begrüßungsfeier in der Aula. Die Kinder kriegen einerseits ein Klassenhuhn, ein tatsächlich lebendes Klassenhuhn, denn wir haben hier auch Hühner. Andererseits wird ihnen aber auch ein Begrüßungsvideo gezeigt, das mit einem Tablet im Vorfeld mit älteren Schülern gedreht wurde. Ein anderes Beispiel, Veranstaltungen, Schulleben. Die Waldschule hat teilgenommen an einem Voting-Wettbewerb eines niedersächsischen Radiosenders. Es ging um den Gewinn eines Exklusivkonzertes der Gruppe Silbermond. Erreicht werden konnte das mit einer Höchstzahl von Klicks, von Voting-Stimmen. Und die Kinder haben alles gegeben, haben während der Schulzeit durch die Möglichkeit des Einsatzes digitaler Medien wie der Tablets, Smartphones, die in dieser Woche erlaubt waren, es erreicht, dass wir die höchste Stimmzahl von über 60 Schulen hatten und Silbermond am 9.9. hier ein Exklusivkonzert für uns gegeben hat. Grundsätzlich gilt aber auch, dass digitale Medien schon im Alltag ihre Grenzen im Einsatz finden. Das ist auch wichtig für das Klima. Denn in den Pausen dürfen keine Medien genutzt werden, weder Smartphone noch Tablet. Das wirkt dahingehend, dass die Kinder tatsächlich miteinander reden, miteinander spielen, auch im Wald spielen, ganz klassisch, wie man es kennt. Und es führt eigentlich dazu, dass dieser dauerhafte Einsatz digitaler Medien im Unterricht, dieser unmerkliche, den ich nannte, zu einer Art Bewusstseinsförderung führt. Die Kinder kommunizieren in verschiedenen Gremien, beispielsweise über WhatsApp, das heißt, wir haben Schulsanitäter, die sich gemeinsam mit unserer Schulsekretärin und der begleitenden Lehrkraft austauschen, informieren, Pläne abstimmen und somit merken, hey, es ist tatsächlich ein soziales Netzwerk und damit auch leichter erkennen, wann ein soziales Netzwerk vielleicht asozial werden kann. Ganz oft werden wir gefragt, wie es denn läuft an der Waldschule mit der Digitalisierung. Und es scheint natürlich nicht immer die Sonne, sie scheint oft, aber nicht immer. Grundsätzlich gibt es gewisse Dinge, die bei uns hervorragend laufen. Das ist die Unterstützung durch den Schulträger, der dafür gesorgt hat, dass wir schnelles Internet, sprich Glasfaserkabel hier an der Schule haben, die Klassenraumausstattung herstellt, auch dafür sorgt, dass wir ein bestimmtes Budget zur Verfügung haben und das ist unerlässlich. Eine Frage nach dem Datenschutz ist für uns nicht immer ganz geklärt. Wir versuchen an der Schule durch einen stabilen Schulserver, iSurf und so weiter, datenschutzrechtlich sauber zu arbeiten. Das ist nicht ganz einfach, genauso wie Finanzierungsmöglichkeiten für sozial schwache Eltern, insbesondere bei elternfinanzierten Geräten, Stichwort Flüchtlinge und so weiter, nicht geklärt sind. Aber grundsätzlich laufen auch ganz viele Dinge hervorragend. Ich spreche davon insbesondere dem Unterricht, aber auch, dass Kinder und Lehrer gemeinsam lernen. Das heißt, unsere Kinder haben oft die Möglichkeit, uns Lehrern etwas zu erklären, weil sie teilweise viel weiter sind. Das führt zu viel, viel Amüsements, aber auch, dass Kinder einfach glücklich sind, dass sie uns was erklären konnten und eine Stärkung des Selbstbewusstseins. Und der Themenbereich Kommunikation ist wichtig, denn natürlich brechen Kinder Regeln und natürlich überschreiten sie Grenzen, aber das gibt immer Anlass, darüber zu reden, warum gerade saubere, ordentliche und nette Kommunikation bei sozialen Netzwerken wichtig ist.
Insgesamt ist an der Waldschule die Lebensumwelt der Kinder durch die Digitalisierung ein ganz großer Bestandteil geworden. Und das sorgt dafür, dass hier die Waldschule, der Wald quasi verjüngt wird, aufgeforstet wird und damit für Fortbestand und Entwicklung gesorgt wird.